Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's mal wieder, euer Skarheit. Ja, heute mal wieder eine Taschenlampenvorstellung und heute gibt's mal was ganz Besonderes. Die Firma Brandity? Ihr wisst, was ich meine. Hat eine neue Taschenlampe rausgehauen, die Oathkeeper. Und die PT18 in diesem Fall. Und zwar in so einer richtig geilen Farbe hier. Und was diese taktische Taschenlampe so kann, würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Ich weiß, ihr kennt sie vielleicht schon noch aus dem Video mit meiner Lost Place Tour in Bremen. Da habe ich diese schöne Taschenlampe auch verwendet. Falls ihr das Video nicht kennt, blende ich euch das hier oben natürlich ein. Und ja, würde sagen, nicht lang schnacken. Ja, schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. So Leute, und da sind wir auch schon in der Tischansicht und ich sage euch, das wird großartig. Ich bin absolut gehypt von dieser Taschenlampe, aber ich weiß, ich muss mal überlegen, wo ich gerade anfange. Ich würde sagen, wir machen erstmal normalerweise den unspektakulären Teil und das ist quasi der Lieferumfang bzw. was ist da noch so dabei gewesen. Ja, fangen wir mal als allererstes, also der Karton geliefert wird zum einfach so ein 0815 Karton, deswegen da ist nicht so interessant, aber wir haben hier ein Holster und ich muss sagen, der ist echt mal richtig gut durchdacht. Wir haben nicht nur so ein 0815 Holster, so wie für jeden anderen Kackding auch, sondern wir haben hier extra, wir können den Holster auch benutzen, quasi um die Taschenlampe zu schützen. Wir haben hier, können wir dann trotzdem die Taschenlampe bedienen und hier hinten können wir auch leuchten. Das heißt, wir können hiermit mit dieser Halterung, die man quasi auch verstellen kann, die Lampe zum Beispiel am Rucksack anbringen oder an der Tasche oder wo man hier quasi dieses, oder am Gürtel, dass man das quasi so an der Seite trägt. Ich denke mal, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und dieses Tragesystem hier ist auch relativ cool durchdacht. Also man hängt das hier quasi immer so drüber und dann hakt sich das quasi dadurch dann so ein. Das finde ich schon mega, mega, mega nice. Hier an der Seite haben wir noch Platz für quasi einen Ersatzakku. Das heißt, wir können, wenn wir wirklich länger unterwegs sind, links und rechts nochmal einen Akku mit dazu packen. Und ja, an sich finde ich schon diese Tasche an sich ist schon mal was richtig, richtig Geiles und mal richtiges Besonderes, was ich so ja, bei noch keinem Taschenlampenhersteller gesehen habe. Ihr seht, also wie gesagt, meine Begeisterung kennt fest keine Grenzen. Wir haben hier oben so einen auch schönen, das finde ich auch ziemlich nice, so ein, ja, das Firmenlogo in so einem Leder oder Kunstleder aufgenäht. Macht die Sache jetzt nicht nutzbarer, aber ist schon ein wirklich nices Feature. Verarbeitung ist ganz gut soweit. Hier unten sieht man so ein bisschen, da am Rand ist es quasi so leicht ein bisschen ausgefranst, aber das ist wirklich nur optisch. Wir haben es hier extra noch einmal so doppelt. Oder nee, es ist nur einfach vernäht, aber quasi hier, damit wir hier safe sind, ist es hier noch einmal rundherum vernäht. Also an sich das schon, sorry für den Ton, zack, so, das finde ich an sich schon wirklich ein nices Feature und das nur mal schon, wie lange ich jetzt hier schon rede, nur über diese komische Hülle zeigt, dass ihr hier ein relativ geiles Gesamtpaket bekommt. So, was haben wir als nächstes für Sperenzchen hier in unserem kleinen Körperchen dabei? Lanyard ist jetzt quasi nur ein bisschen Paracord, aber auch wieder hier kein 0815 Lanyard, wie man das sonst so kennt, sondern halt auch richtig schön hier mit Verstellung. Also ihr könnt das hier quasi der Länge nach anpassen und danach habt ihr hier vorne so einen richtig schönen, ja, womit man auch die Taschen dann festhalten kann. Der Karabiner hier, der ist ein bisschen billig, aber haben ist besser als brauchen, sage ich mal. Ne? Also hier Lanyard, schön im Tarn-Paracord. Ich würde sagen, eine 3 würde ich dem geben von der Verarbeitung und Qualität her, aber von der Kreativität her und ja, würde ich ihm auf jeden Fall mal eine 1 plus geben. Was haben wir noch schöne Sachen im Koffer? Es hört überhaupt nicht auf. Wir nehmen wieder was Unspektakuläres und zwar das Ladekabel. Sehen könnt, es ist noch original verpackt. Ich habe es noch nicht benutzen müssen, weil der Akku irgendwie gefühlt Millionen Jahre hält. Und wie ihr hier schon sehen könnt,
wir haben hier eine Magnetladung. Das heißt, hier seht ihr es, da zip, wird einfach nur von außen der Magnet angemacht. Finde ich ziemlich nice. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Oathkeeper-Video schon mal gesagt. Ich habe mir schon mal eine Lampe von diesem Hersteller vorgestellt. Könnt ihr gerne mal schauen. Hier blende ich euch das oben ein. Die alte Lampe. Und ja, die ist richtig, richtig cool schon. Diese Lampe hier setzt der Sache nochmal einen oben drauf. Aber die hatte auch schon diesen super coolen Magnetladeanschluss. Und auch, wie ich damals schon gesagt hatte, hat den Vorteil, hier ist wirklich alles dicht. Da kommt nichts rein, keine Öffnung, wo irgendwas reinsickern könnte. Dafür, wie gesagt, als Nachteil, wenn hier mal das Kabel im Eimer ist, dann ist ein Laden über die Lampe so nicht mehr möglich. Aber dadurch, dass wir hier ja normalen Akku verbaut haben, halb so schlimm, ne? Also weil jeder wird ja zu Hause für die Akkus, die hier verbaut sind, ja dann auch ein 18650er Akku, wie man den quasi eigentlich in jeder größeren Taschenlampe aktuell hat. Und ja, da wird jeder von euch ein Ladegerät zu Hause haben, denke ich mal. Also das ist schon ziemlich nice gemacht und auf jeden Fall auch für mich wieder mal ein Pluspunkt. Was vielleicht auch so ein bisschen dann den Preis rechtfertigt, weil wir haben hier einen Preis von ungefähr 120 Euro. Das ist schon mal echt eine Hausnummer für eine Taschenlampe. Aber ja, für diese taktische Taschenlampe, ich würde mal sagen, also um den Fazit ein bisschen vorzugreifen, ich würde sagen, es ist es wert. Aber wie gesagt, ich erzähle hier noch ein bisschen weiter und dann merkt ihr, was für positive Aspekte noch diese Taschenlampe hat, diese taktische Taschenlampe, Vorsicht. Herr lieber Outdoor-Buddy, ne? Was macht die Lampe denn taktisch, ne? Ja, nicht nur zum einen, dass sie hier wie diese andere Lampe auch diesen Tactical Ring hat. Den kann man übrigens abbauen. Ich weiß nicht, wie legal dieser Tactical Ring in Deutschland ist. Also, da habe ich beim letzten Lampenvideo schon mal gesagt. Also, wenn jemand Bescheid weiß, würde mich freuen, wenn ihr mal kurz Feedback geben könnt. Ist das Ding legal in Deutschland zu führen, weil es sorgt nicht nur dafür, dass die Taschenlampe fest an der Hand hält, nein. Ja, wir haben hier auch quasi einen Schlagring, würde ich es mal nennen. Das macht die Taschenlampe zum einen taktisch, aber was haben wir denn hier? Ja, ein, ich würde sagen, wie heißt denn das, Mounting Rig oder so, wie nennt man das? Ja, mit diesem Gerät hier habt ihr die Möglichkeit, quasi an eure Waffe die Lampe anzuschrauben, also quasi als Sight Light oder wie das genau nennt. Ich bin da kein Waffenexperte, könnt ihr mich auch gerne korrigieren in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Das ist auch mit dabei, sogar hier mit einem kleinen Imbusschlüssel. Ich habe jetzt keine Waffe, für mich da ist ja keine Verwendung, aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, dass man sowas auch dabei hat. Und das macht auch von der Verarbeitung her einen ziemlich guten Eindruck. Also wir haben hier wirklich nichts zu meckern. Top. Aber wie beim Teleshopping, das war noch nicht alles. Ach nee, nicht Teleshopping, hier. Wurst-Achim. Wer kennt ihn noch, Wurst-Achim? Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr Wurst-Achim kennt. Und ich schmeiß noch mal was oben drauf. Und was schmeiß ich noch oben drauf? Dieses schöne Ding hier. Was ist das denn? Ein Taschenlampenende an der Schnur mit... Ja, Leute, wir haben hier eine Fernbedienung. Mit diesem Ding hier könnt ihr quasi das Ende der Taschenlampe abschrauben und dann könnt ihr die Taschenlampe fernbedienen. Und das Coole ist hier mit Klett. Das heißt, wenn ihr das Ding technical-mäßig bei euch an eure Waffe geschraubt habt, könnt ihr das Ding hier an eure Brust machen. Und könnt dann quasi über eure Brust das Ding fernsteuern. Oder wenn ihr das Ding am Fahrrad habt und dann macht es hier direkt vor euch oder am Helm oder wo auch immer eure Fantasie ist, da keine Grenzen gesetzt, habt ihr hier auf jeden Fall eine Fernbedienung, die ihr mit Klett an eurer Ausrüstung festmachen könnt. Was das ja auch wieder taktisch macht, weil wer hat sonst eine freie Klettfläche außer taktisch coole Leute mit taktisch coolen Rucksäcken und taktisch coolen Westen und taktisch coolen Waffen. Also das auch ziemlich nice hier, auch alles gummiert. Wir haben hier auch eine Wasserdichtigkeit nach IP68 oder 68. Ja, unter Wasser 1 Meter oder sowas ist das, glaube ich, ist diese Lampe wasserdicht. Und auch hier diese, ja, quasi diese Fernbedienung ist durchaus, denke ich mal, zumindest spritzwassergeschützt, weil wir hier alles gummiert haben und keine offenen Zugänge zu der Lampe haben. Also auch das schon mal, ja, mega geil.
So, haben wir noch was hier drin? Natürlich haben wir noch was hier drin, weil wir noch mehr Krempel haben. Und zwar Ersatzgummis, falls mal irgendwann mal doch mal einer porös werden soll oder kaputt geht. Und natürlich eine Anleitung, die quasi nochmal genau durchzeigt hier, was wir alles für Special-Möglichkeiten haben. Ach ja, was ich gerade sehe, wenn ich das hier lese, den Power Indicator. Wir haben nämlich nicht nur hier die Lampe an sich hier zum Laden, sondern hier ist auch dieser Knopf zum Modi durchschalten. Nein, dieser Knopf schaltet nicht nur die Modi durch. Er zeigt auch an, wie voll der Akku ist. Also wenn man hier anmacht, zack, oh, ihr seht, oder ihr seht es nicht, ja, ihr seht das, blinkt rot. Wie ich vorhin ja erwähnt hatte, habe ich die Lampe noch nicht geladen. Oder ja, sagen wir mal eher, es war das Orange. Nee, das ist rot. Ja. Ja, normalerweise eigentlich ein Indikator dafür, dass es geladen wird. Wahrscheinlich hat er vielleicht noch diesen Anzeiger noch dran gehabt oder so. Ach nee, ich glaube, es war hier irgendwie, wenn es rot leuchtet, ist man, glaube ich, bei 30-10% Akku. Darüber wird es orange, 70-30% und bei 100-70% sind wir bei grün. Grünlicht. So. Und wie wir schon gleich in der Anleitung sehen, können wir vielleicht gleich mal gucken. Wir haben nämlich hier hinten an der Rückseite nicht nur einen Knopf zum Anschalten, nicht den, nur den Primary Switch hier oben. So, den hier. Nein, wir haben auch noch den Tailside Switch. Und wie ihr sehen könnt, hier haben wir hier unterschiedliche Modi. Wenn ich das zum Beispiel nur antippe, den Hauptding, jetzt haben wir den Turbo-Modus gleich drin. Und wenn ich loslasse, nur so leicht antippe, zack, wenn ich loslasse, geht der wieder aus. Logisch. Und wenn man einmal anklickt, haben wir den Turbo-Modus und können dann hier quasi... Ja, okay. Ja, eigentlich können wir jetzt hier den Modi durchschalten, aber dadurch, dass jetzt wahrscheinlich der Akku wirklich jetzt kurz vor Ende ist, ist das jetzt leider nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben jetzt gerade nicht den Turbo-Modus gesehen. Ich bin schon gewundert, warum das hier so dunkel ist. Aber ich habe euch auf jeden Fall mal schon ein paar Aufnahmen gemacht, wie die Lampe performt im Dunkeln und die Modi mal so durchgeschaltet. Also da könnt ihr schon mal gucken. Ansonsten, dieser kleine Side-Switch hier unten hat halt quasi so ein bisschen diese taktische Funktion. Wenn wir den gedrückt halten, machen wir hier Strobo. Das heißt, ne, quasi, da haben wir auch wieder diesen taktischen Effekt. Das heißt, wenn man mal schnell irgendwie jemanden blenden will, dass man nicht irgendwelche komischen Knöpfe drücken muss, sondern hier schnell, zack, drückst du auf den kleinen Zeitknopf und dann ist Strobo an. Wenn die Lampe an ist, so kann man normalerweise eigentlich hier hinten, geht doch, die Modi durchschalten, aber wie ihr sehen könnt, er schaltet automatisch wieder dann runter. Okay, da hatte ich mich gerade vertan, da war das doch dieser... Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie der Front-Switch hätte eigentlich die Modi auch durchschalten sollen. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht gemacht hat, aber wie ihr gerade gesehen habt, das ist so quasi der heiße Modus. Und wie ihr sehen könnt, er schaltet automatisch beim wenig Akkustand wieder automatisch runter. Finde ich persönlich auch gut, dann hat man wenigstens im Notfall noch ein bisschen länger was und die Lampe geht nicht einfach so aus. Ja, vielleicht noch zu dem Gewicht ist noch zu sagen, also wir haben hier schon durchaus einen relativ großen Klopper in der Hand, der ja von der Handlage her natürlich perfekt ist. Und... was sie sagen, da haben wir natürlich auch wieder Tag gemacht. Wir haben hier vorne noch so einen schönen Ring dran, der sich quasi so ein bisschen schützend hier vor die Linse setzt. Und damit können wir durchaus den auch, denke ich mal, als Druckpunktverstärker nehmen oder mal irgendwie eine Scheibe eindrücken, wenn man das unbedingt mal machen muss. Also vielleicht auch fürs Auto nicht verkehrt. Aber in sich würde ich sagen, wir gehen einfach mal gucken. Ist hier sonst noch irgendwas Sinnvolles in der Ding drin? Ne, hier steht auch noch quasi nochmal genau das Gleiche, was ich auch erzählt habe, dass hier die... mit diesem Front-Switch kann man hier durchschalten. Richtig geil. Wir haben auch noch eine SOS-Funktion. Bin ich hier immer ein großer Fan von. Und also ihr könnt hier durchaus mit dem Modi ziemlich viel spielen. Ach, hier sehen wir auch nochmal die Indikatoren. Sie sind ungefähr bei unter 10% Akku. Deswegen ist Flashing Red. Ja, erklärt so einiges. Wie gesagt, ich habe die Lampe jetzt schon ein bisschen benutzt und noch nicht einmal geladen. Ja, ist halt so, aber ganz ehrlich, in so einem Video
muss man ja auch nicht unbedingt die ganze Performance sehen, weil man sieht hier sowieso nichts. Ne? Aber kommen wir jetzt endlich mal nach 15 Minuten, oh mein Gott, 15 Minuten endlich mal zu der Lampe. Also, die Farbe ist ja wohl mal absolut mega. Wir haben ja anodisiertes Aluminium und das sieht einfach nur geil aus. Muss man einfach so sagen. Also optisch für mich meine absolute Highlight-Lampe, die ich besitze. Wir haben hier diese unterschiedlichen Musterungen, also hier vorne quasi eine Riffelung, das ist quasi ein bisschen aufklein geriffelt. Und dann hier auch so unterschiedliche Formen. Hier ist das Firmenlogo quasi mal so grob reingeritzt. Nicht so irgendwie riesengroße Aufschrift, außer das hier, ja, das wir hier als Oathkeeper haben. Und hier nochmal ganz kurz der Firmenname. Auf einem Messer wäre mir das jetzt schon zu viel, auf der Taschenlampe ist es noch gerade so okay. Und auch, dass es so quasi in Weiß gehalten wurde, finde ich schon ziemlich nice. Ja. Ansonsten haben wir hier noch einen Clip, den man einfach abmachen kann. Der hält jetzt nicht so viel. Ja, ich denke mal, durch die Hose oder so wird er trotzdem nicht abgehen. Aber ja, lässt sich relativ leicht entfernen, falls man da kein Interesse dran hat. Ja, ansonsten, wie gesagt, Handlage tipptopp. Taktischer Druckpunktverstärkerring auch gegeben. Strobo schnell. Ne? Ja. Also, wie gesagt, ich habe es schon vorhin erwähnt, die Lampe hatte ich hier beim Lost Place Video und das war echt ein Scheinwerfer, da konnte ich echt den ganzen Hallen mit ausleuchten. Also von daher, dahingehend optisch geil, Verarbeitung geil, Zubehör geil. Ach ja, und jetzt wartet, das beste Zubehör. Das gibt es übrigens nur extra zu kaufen, das ist normalerweise nicht im Lieferumfang mit dabei. Aber schaut euch das hier mal an. Ist das nicht cool? Also, ihr wundert euch, was ist das? Ja, warte, ich zeig's euch. Zack! Ein Laserschwert. Ah, ihr gesehen, ihr Lampe reguliert wieder runter. Ja, quasi so ein Winkeding. Damit könnt ihr quasi auf euch aufmerksam machen, wenn ihr irgendwie in einer Gefahrensituation seid, eine Autopanne habt oder sonst irgendwie auf euch aufmerksam machen wollt, könnt ihr mit diesem Aufsatz hier die Lampe zu einer Art ja, Warnlampe machen. Und das finde ich mega cool. Wie gesagt, das ist externes Zubehör. Der Hersteller hat mir die Lampe gestellt, deswegen hat er mir das wahrscheinlich mit dazugepackt für diesen Test. Aber wie ihr merkt, das ist quasi meine ehrliche und ernste Meinung. Ich finde diese Lampe absolut geil und ich würde sie auch für den Preis so im Laden kaufen. Wie gesagt, für euch gibt es einen Rabattgutschein in der Videobeschreibung, wo ihr beim Hersteller selber irgendwie, ich glaube, 5 oder 10% sparen könnt. Ansonsten packe ich euch noch zusätzlich den Amazon-Link zu der Lampe unten rein, wenn ihr lieber direkt in Deutschland bestellen wollt. Wird dann, glaube ich, ein paar Euro teurer, aber muss ja jeder selber. Ja, das war diese Vorstellung von dieser wunderbaren taktischen Taschenlampe mit ganz schön viel geilem Gerödel dabei. Die Firma hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht irgendwie so einen Link haben möchte. Darüber spart ihr irgendwie Prozente und angeblich sollte ich dafür Provision kriegen. Ich weiß zwar nicht wie, weil ich habe hier gar nicht meine Kontodaten, aber drauf geschissen, ihr kriegt Rabatt. Das ist geil und Rest ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Dankeschön fürs Einschalten, wie immer. Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Cheers!